Ja, heute ist Donnerstag, unser Schweinebratentag. Wir gehen noch mal schwimmen. Jetzt ist so mittags 1 Uhr. Und das Neueste so, also was man so hört, also auch aus Deutschland. In Deutschland ist ja Thailand auf der schwarzen Liste. Das heißt also, man darf in Thailand offiziell keinen Urlaub machen. Warum, weiß ich nicht, weil wir haben ja hier insgesamt nur 59 Corona-Tote gehabt und jetzt im ganzen Land seit über 20 Tagen, glaube ich, überhaupt keinen einzigen Fall mehr, keine Neuansteckung, was natürlich stimmt. Und man kann ja gar nicht nach Thailand einreisen. Die Thais lassen ja momentan gar niemanden rein. Und wenn, dann nur geschäftlich oder wenn er Familie hier hat, beziehungsweise entweder Familie, ja, oder geschäftlich, oder er muss halt dann hier in ein Quarantänehotel gehen. Ja, und hier schön am Schwimmen. Könnte mal wieder einen Köpfer reinmachen. Ja, es ist immer wieder schön hier in Jamu. Wir sind die Einzigsten. Also die Tamara ist noch da, die schwimmt ein bisschen mit uns heute. Da hinten ist Tanida und Kiana. Ja, und ich mache jetzt dann hier meinen Hechtsprung wie ein junger Hüpfer, so ganz elegant. Ja, ja gut, mit 60 kann man schon noch einen Hechtsprung machen. Der Wahnsinn, der mir mal passiert ist, wir hatten mal eine Tour auf James Bond und da hatte ich einen dabei, der war 81 und da sind die und viele junge Leute und die sind dann alle vor dem Felsen da ins Wasser gesprungen. Und einmal macht es Platsch und der 81-Jährige springt da rein. Da war ich natürlich schon ganz schön verdutzt, aber es ist alles gut gegangen. Und er hat sich halt auch gesagt, du, ich bin 80, warum soll ich Angst haben, ins Wasser zu springen? This is the way to go, I guess. So, das ist die richtige Einstellung, denke ich mal. Mein Ding ausschalten. Ja, so ist es. Hier, das ist unser zweiter Staudamm hier in Phuket, nicht weit von Kamalavek, Ban Manik. Wie man sieht, auch alles noch leer. It's empty, ne? No water. Also, we need rain, 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 ne? Also. This is a new road or the old road? They make the road new, they make it new. Ja. It's a very nice, a sehr schöner Staudamm hier. Hier haben wir ja öfters auch mal so Läufe mit dem Hash, aber das ist ja alles leer. Das ist 20%, 10%. Look, da sieht man ja jetzt richtig gut, wie leer das ist hier. Das ist ja Wahnsinn. Der riesige Damm hier leer. Ja, das in many years already, ja. Da haben sich schon wieder the trees already take it back here. Namot, ja. Also wie man hier sieht, na, jetzt haben wir ja, was ist jetzt, Juni? Mitte Juni, also wir brauchen wirklich noch sehr viel Regen, damit wir die Saison gut überstehen, wenn eine richtige Saison kommt. Weil das Wasser hier, da ist nichts drin. Why? You act like you don't know? We have one more dam, I think, huh? The new one. Don't they have a dam near the... Ja, und hier schaut es ja irgendwie ja trocken aus. Es
schaut gar nicht. With all the rain we had, it should have been a little bit more wet looking. Maybe it wasn't raining here. Huh? The pineapple looks almost not green. Also irgendwie schaut es hier trocken aus. Vielleicht hat es hier gar nicht geregnet, nur in Kamala. Ja, das ist hier so ein neues Einkaufszentrum. Da ist natürlich noch wenig los. Wine Connection ist auch schon da. Ja, die haben da vorne zugemacht wahrscheinlich. Die sind jetzt hier drin. Ja, und jetzt sind wir eigentlich da rein, weil der Rucola bei dem anderen so teuer war. Aber ist alles ganz neu hier. Huh? No, they don't have. It's crazy or not? But they have basilikum. Yeah, yeah, okay. This is Tops, or what is it? Central. Oh, this is a central here. Naja, das ist wieder ein neues Shopping-Paradies hier. Müsli gibt es auch. Ja, ja, naja. Share. We try a little bit of each. How much did it? Huh? What? Ja, ist doch Tops Central. Ja, lauter Shopping-Paradiese werden hier eröffnet. Das ist neu, relativ. Das erste Mal, dass wir hier sind. Na, wie, how long they opened this? Maybe half a year now? Hm? Oh? Ja. Yeah. So, jetzt haben wir das auch mal abgehakt. Müssten wir ja, weil wir keinen Salat bekommen haben im anderen Laden. Sind wir hier rein. After I try a little bit of this salad, then I see if it's okay. Ja, war nicht mehr lecker. Ja. Einfach nur ein Brötchen, das war nur eine Scheibe Wurst, so dick, ne? Und Semmel, mehr war es nicht, und eine Gurke drauf. Mehr hast du nicht gebraucht. Ha? Ja, mehr brauchst du ja nicht. Heute tun sie was weiß ich, was alles drauf machen auf die Sandwich. Ja, wir machen es ja auch so, weil die Leute es halt heute so wollen. Ne? Wir waren früher zufrieden mit Mayonnaise einem. Mayonnaise oder was drauf, ne? Ha? Mayonnaise oder was drauf? Da war gar nichts drauf, ne? Ja, ja. Senf, gar nichts. Butter, da war auch keine Butter drauf. Butter vielleicht, ja. Ja, ja. Alle Schießlern kommt was Neues raus, ha? Cholesterin, das war ja total verteufelt. Inzwischen haben sie ja schon wieder umgesteuert. Das ist wieder gut jetzt. Die wissen nichts, da wird immer irgendwas was erfunden. Das ist alles die Pharmaindustrie, ne? Weil die wollen ihr Glimmern verkaufen und gewisse Professoren, die machen dann Studien und alles. Ne? So, dass es passt. Ja. Erst war es die Milch, da war es die Butter, da war es die Eier, da war es der Bacon. Okay, ja, Milch, glaube ich, heutzutage durch die Degrowth-Hormone, also die normale Kuhmilch, ne? Die reine Milch, ab und zu ist okay. Wenn du jeden Tag einen Liter trinkst, dann glauben wir, dass das gut ist als Erwachsener. Ja, das ist auch zu viel wahrscheinlich. Ne? Ja. Aber für einen Kaffee passt das schon. Kaffee ist gut, klar. Machst du für einen Kaffee? Ich als Kind habe jeden Tag Milch getrunken. Ich mache heute noch Milch. Bob hat immer wieder neue Hemden, schöne Hemden an hier. This is my dull shirt. Next week I'm going to have my exciting okay. Colorful shirt. How can it be more exciting, Bob? This is quite nice, actually. Yeah. Just for you, Thomas. Good. The inspiration. Inspiration. Are you going to sit over there? But we're going to get up in a minute and eat anyway. Oh, so we want to, okay, we want to understand the menu thing again. Maybe we see a menu. The menu, yes. Told us, because we don't, so
We got really good burgers also. Actually, I want to do a burger night on Saturday. If we did it today, the salad bar is only the salad bar, right? It's not the meat also, right? The salad bar is the salad bar. Sauce, ne? Mm-hmm. Oh, das schaut aber auch gut aus, du. Ne? Ja, da kann man nichts sagen. Enjoy your meal. Thank you. Die Leute, die freuen sich immer, die essen die ganze Woche gar nichts, nur bei uns dann einmal in der Woche Schweinebraten. So muss es sein. Ansonsten gibt es nur Gras, wie die Elefanten. Und Catfood. Und Catfood, ja. Und Fischfutter. Ab und zu ein bisschen Fischfutter. Walter. Walter, der behauptet ja, dass er mal in Ansbach gelebt hat, also in Franken, und der isst dann Kartoffelbrei zum Schweinebraten. Ne? Ist ja Frevel. Da haben sie früher am Scheiterhaufen dafür verbrannt, oder? Da hätten sie früher verbrannt dafür. Chicken. Mhm. Die crunchy one. Ja. Ja, heute probieren wir mal ein anderes Restaurant. Wir sind, ja, heute ist ja unser Ruhetag, wir waren gerade schön schwimmen. Und ja, jetzt sind wir hier direkt an der Straße. Das ist zwischen Laguna und Talang, ungefähr 10 Kilometer nach Kamala. Ja, und da probieren wir jetzt mal dieses Restaurant. Das steht hier nur auf Thai. Ich weiß jetzt nicht, was es heißt, aber ich frage dann die Tanita. Dann haben wir hier den Fisch. Das ist hier am Grill, wie man sieht, am offenen Feuer. Schön in Salzlage, schaut lecker aus, muss man sagen. They have only the smelly one, the one I don't like. Yeah. Uh-huh. Die haben hier nur den Stinksoße, die mache ich überhaupt nicht. Deswegen, ne, da werden auch wenig Ausländer. That's why no foreigners come here. Ne? Da ist jetzt unser Fisch, das ist Pla Thaptim, ne? Und das ist, wie heißt die Soße? Was ist der Name? Namjim Seafood. Namjim Seafood, ist scharf, also die kann man dann wahlweise drauf machen oder nicht? Namjim. Ne? All kind of salad. Und verschiedene Salate, hier ist Mint, und was ist das? That is the I don't know, that's a look. How to eat the leaf, the fish, and then a little bit of the noodle. Also so wird es zubereitet hier. Man macht es in die... In the leaf. Right? And no fish, no? No fish inside already, and then actually a little bit salt. You put? Yeah, a little bit. And then you eat first. And I eat the second one. So wird's gegessen. Na? Und das, was ist jetzt das? Mm-hmm. Also, das ist jetzt unser Somtam mit Mais und rohe Shrimps. They're not cooked, right? Raw shrimp. I mean, fresh shrimp. Yeah. Also frische Shrimps. Kumsot, ne? Also roh, also nicht unbedingt für einen deutschen Magen geeignet, wenn er das nicht gewohnt ist. I think it's not so good for the German stomach, if they're not used to it. Ne? Unless they're really, really fresh, they have to be, also wirklich fresh, wie Sushi halt. Ne?